Hallo, so, ja, starte ich einen neuen Vlog. Was für ein Tag. Also, ich hatte heute, ich musste heute zum Zahnarzt, weil meine Füllung rausgebrochen ist, inklusive Zahnwand. Und ja, da muss ich das machen lassen. Und Zahnarzt ist ja so für mich der absolute Horror, also ich sterbe ja immer fast. Dann der Zahnarzt so, wir machen mit Spritze. Ich kenne sie ja, ich weiß ja, wie sie drauf sind. Ich so, ja, auf jeden Fall mit Spritze. Also ich halte Schmerzen echt gut aus, aber beim Zahnarzt brauche ich eine Spritze. Ansonsten, also ich nehme nie irgendwas, ich nehme kein Schmerzmittel, nichts. Also ich halte Schmerzen echt sehr gut aus. Aber beim Zahnarzt ist es der Horror für mich, schon allein diese Geräusche. Nee, das ist für mich der absolute Horror. Also ich sterbe echt immer auf diesem Stuhl. Ja, auf jeden Fall war ich dann beim Zahnarzt und musste das machen lassen. Und ich dachte, vor allem ich musste meinen Mund so weit aufmachen und ich konnte irgendwann den Mund nicht mehr aufmachen. Und er meinte, ich muss ihn ganz weit aufmachen und ich konnte nicht mehr. Und es tat alles so weh. Schon hier so mein ganzer Kiefer, es tat alles weh. Und er so, nicht zumachen wieder so, weil dann drücke ich die Matrize oder keine Ahnung was. Das wäre, also es war der letzte Zahn hin und es wäre eine ganz blöde Stelle und ein ganz blöder Zahn und ganz kompliziert. Und da muss man, glaube ich, den Mund noch weiter aufmachen, als wenn es jetzt irgendwie vorne wäre. Ich dachte echt, mein Kiefer bricht auseinander. Und dann hat es schon alles so voll gezittert und dann hat die Sprechstunde schon so das alles mitgehalten. Und auch, es war der Horror. Und dann also als es dann fertig war, so der Zahnarzt, sie haben es überstanden. Sie müssen nicht sterben. Und ich bin echt, wenn ich vom Zahnarzt dann, wenn ich dann von diesem Stuhl aufstehe, ich bin so komplett, ich bin so verwirrt, ich bin so völlig neben mir. So ganz taumelig und so, weil ich da so, ja, ich sterbe halb auf diesem Stuhl. Also das, naja, auf jeden Fall hatte ich das. Und dann komme ich heim. Dann komme ich heim und also ich habe ja schon länger gedacht, dass bei Maggie irgendwas im Argen ist. Auf jeden Fall, wir hatten ja gestern Tierarzt und da habe ich dann, weil es stand im Raum, dass sie vielleicht eine Blasenentzündung hat, aber wir konnten keinen Urin bekommen, weil ihre Blase war leer und wir konnten den nicht ausdrücken. Und ja, dann kam ich heim und sah die Bescherung und sie hatte mir so Teststreifen mitgegeben, 3 Stück. Und ja, dann konnte ich das halt testen und sie hat mir auch diese Dose mitgegeben und mir kamen diese Kästchen schon ein bisschen auffällig vor. Und dann habe ich ihr das auf jeden Fall geschickt, bei WhatsApp, die Bilder von diesem Teststreifen. Und da meinte sie, ja, also das schaut nach Entzündungszellen aus und also sie denkt, dass Maggie eine Blasenentzündung hat. Und jetzt musste ich zum Tierarzt fahren und ja, da wurde der Urin dann auch nochmal zentrifugiert und ja, Maggie hat eine Blasenentzündung mit Blut im Urin und halt Entzündungszellen und so. Und ja, das wurde ich eingedeckt mit Medikamenten. Schmerzmittel, Antibiotikum. Immer wenn man Antibiotikum gibt, muss man was für die Darmflora machen. Muss man was geben. Dann noch was Pflanzliches, dieses Rodicare Uro. Also ich liebe ja diese Rodicare Sachen. Das ist jetzt das Rodicare Uro mit harnanregenden Beeren und Kräutern. 2-mal täglich, 1-mal täglich, 1-mal täglich, 1-mal täglich. Und dann bekommt es ja noch das Rodicare Pregno. Da habe ich eigentlich heute früh damit angefangen. Ne, gestern Abend schon. Habe ich damit angefangen. Wegen ihren durcheinander geratenen Hormonen. Aber ich glaube, dass die Blasenentzündung wahrscheinlich auch eine Rolle spielt. Also das Rodicare Pregno musst du dann auch noch bekommen. Also, Krankenschwester Simone ist wieder voll im Einsatz. Hasenkrankenschwester Simone ist wieder voll im Einsatz. Ja, bei Erik musste ich Psychologin sein. Naja, auf jeden Fall war das dann jetzt auch noch. Genau. Ja, mehr gibt es jetzt eigentlich nicht zu sagen. Das ist der Stand der Dinge. So, da haben wir unsere kleine Patientin. Mausekind. Behandeln wir jetzt deine Blasenentzündung? Ja. So.
So, okay. Also das gibt es als letztes abends. Also ich gebe nicht alles auf einmal. Ich gebe das halt das zweimal täglich gebe ich früh und abends. Das gebe ich so jetzt am Abend. Also das eine halt in der Früh und später am Abend. Das gebe ich dann am Abend und das gebe ich dann kurz bevor ich ins Bett gehe. Ich finde nämlich, man muss einen zeitlichen Abstand wahren, damit die Sachen gut wirken. Und nicht alles auf einmal geben. Also das ist einmal das Schmerzmittel. Und da hat sie mir was abgefüllt. Ziehe ich einmal auf. So, dann haben wir hier das Antibiotikum, das hat sie uns schon abgefüllt, die Spritze. Dann wollen wir mal. Maggie, nein, ich weiß es. Ja. Aber sie kennt. Oh Gottchen, du bist halt einfach auch so süß, gell? So, komm her. Maggie ist übrigens eine noch schwierigere Patientin als Erik, weil man sie ja auch nicht einfach hochnehmen kann. So, Nasel. Sie geht immer so nach hinten, das ist so. Mausi, schmeckt es vielleicht sogar? Nee, ne? Das schmeckt nicht. Das schmeckt nicht. Snuggel. Muss sein, soll doch besser werden, oder? Soll doch besser werden, das ist jetzt Schmerzmittel. Ne? Oh Gott, das ist jetzt Schmerzmittel, ja, ich weiß. Schwierige Patientin. Wenn sie noch weiter nach hinten gehen würde, würde sie noch weiter nach hinten gehen. So. Nummer 1. Kannst du dir vorstellen, dass Holly das alles freiwillig gegessen hat, weil sie es geliebt hat? Die Medizin, ja gut, das Antibiotikum schmeckt jetzt wahrscheinlich nicht so gut, gell? Dann haben wir das schon überstanden, Maggie. Haben wir das schon überstanden? Mausekind, haben wir es überstanden? Schon der erste Tag. Ja gut, die anderen Sachen müssen wir auch noch machen. Ist das doof? Ist das doof? Ja. Du bist eine. Du bist eine. Schmeckerl. Bist du eine? Bringst Würmer mit? Hast eine Blasenentzündung? Ja, das ist was mit dir. Ist das was mit dir? Ja. Ha? Ja. So gut, gell? Gott, ich sehe aus wie sonst was, aber ich hatte gerade so eine süße Situation mit Erik. Das ist
Also es ist faszinierend, wie stubenrein er ist. Also ich bin ja hier gerade am Saubermachen und alles ist weg. Und die Kloschüsseln habe ich halt auch weggeräumt. Und jetzt kam er rein, weil die Babys sind eigentlich gerade draußen zum Hüpfen, damit ich hier schön sauber machen kann. Und jetzt kam er rein und war total aufgeregt. Und ich weiß mittlerweile, wenn er aufs Klo muss, wie er sich verhält. Er war halt dann so total aufgeregt und dann hat er mit seinem Schwänzchen hinten, da wackelt er immer so hin und her, wenn er aufs Klo muss. Und es war ja jetzt keine Schüssel da, weil die hatte ich ja hochgestellt, weil ich ja gerade am Saubermachen bin und alles neu und frisch mache. Und jetzt war er ganz aufgeregt und hat mit seinem Schwänzchen so hingewackelt und wusste gar nicht, wohin jetzt, weil seine Schüssel war ja nicht da. Und dann ist er hier in das Ding reingehüpft und dann habe ich gecheckt, ach Gott, er muss. Und dann habe ich ihm die Schüssel geholt, habe die da hingestellt. Er ist reingehüpft und hat in die Schüssel gemacht. Das ist so faszinierend, wirklich. Also Kaninchen sind so großartige Tiere. Und also der Erik ist so vorbildlich, was seine Schüsseln angeht, dass er da wirklich drauf geht. Und selbst wenn die Schüssel nicht da ist, dann macht er nicht einfach irgendwo hin, sondern dann ist er so für sich ganz nervös und denkt, ja, was mache ich denn? Ich muss, aber meine Schüssel ist nicht da. Ja, er hätte jetzt auch einfach irgendwo hin machen können, weil eben seine Schüssel nicht da ist, aber nein. Ich habe ihm die Schüssel hingestellt und er ist, schade, dass ich das jetzt nicht so mit filmen konnte, aber er ist sofort auf die Schüssel. Also das ist wirklich sensationell. Jetzt pflücken und es ist hier so traumhaft schön. Also zum einen ist es eine Oase, was man hier alles findet, was man hier alles pflücken kann. Beutel ist schon komplett voll, es wächst hier wie im Paradies. Und es ist einfach weit und breit kein Mensch. Es ist so eine schöne Landschaft, es ist echt ein Traum hier. So schön und was alles wächst für die Babys und so vielfältig, also so viele Sachen. Es ist der Wahnsinn. Man hat so viele Möglichkeiten, wo man hier gehen könnte. Also es ist einfach nur fantastisch. Und vor allem halt auch, was man für die Babys findet. Das ist echt wie im Paradies hier. So schön. Vorhin dachte ich kurz, ich habe mich verlaufen und ich denke es immer noch kurz, weil irgendwie das sieht komplett anders aus als gestern. Aber eigentlich... Naja, und so schöne Wiesen. Also wir haben Schafgarbe, wir haben Löwenzahn, wir haben Brunokraut, das ist die Flockenblume. Haben wir ja im letzten Jahr entdeckt. Gänseblümchen. Habe ich auch ein paar mit. Haben übrigens viel Magnesium. Emmikraut, gut für den Bauch. Hier ein bisschen Klee, da nehmen wir aber nicht so viel. Kriegen sie zwei Blütchen. Dann haben wir Spitzwegerich. Und das sieht auch so schön aus mit der Wiese. Also echt traumhaft. Man denkt immer, wenn man hier ist, man ist im Urlaub. Und einfach weit und breit kein Mensch. Es ist traumhaft. Einfach nur traumhaft. Schaut mal hier, es ist ein Traum. Wir haben Schafgarbe. Flockenblume. Löwenzahn, Labkraut, oh, traumhaft, traumhaft. Hier wächst alles buschelweise, hier wächst zum Beispiel ganz viel Knoblauchrauke, kann man auch gut pflücken für die Babys. Dann Giersch wächst auch in Massen. Echt fantastisch. Da wächst Pimpernelle,
Pimpernelle, Fünf-Fingerkraut. Ganz viel Weißdorn. Überhaupt. Maggie hat sich zu Erik gesetzt. In dem Busch. Das ist immer Eriks Platz, wenn er Angst hat. Und Maggie hat sich dazu gesetzt. Ui, Megal, hast du auch die Kräuter entdeckt? Erik, möchtest du dich selbst bedienen? Das ist ja lustig. Der Erik. Schmeckt's, Erik, hm? Jo. Das schmeckt.